Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Ja, Daily Shopio. Schauen wir mal ganz kurz hier rein, was es da gibt. Wir haben als erstes den Boucher-Skin, wie gestern noch wieder vom Bushido-Set, ein Samurai mit einem ziemlich coolen Backpack. Und ja, jetzt kommen wir zur weiblichen Version. Naja, die haben ja Heim gestern haben schon wir alle ja, ich Frauen weiß, aber bestimmt. trotzdem ist trotzdem an die Leute, die das gestern noch nicht gesehen haben. Ach so, okay. Das ist ein Skin, den ich ehrlich gesagt nicht so nice finde wie der männliche Skin und der Rucksack. Nachdem ich gesehen habe, dass er mit Kitty drauf ist. Oh, ne. Jetzt, also Leute, no hate, aber ich bin einfach kein Katzenbord. Naja, Hello Kitty ist jetzt auch nicht wirklich jedermanns Sache, Ja. aber na gut. Cat's Claw, die Katzenklaue. Hier haben wir auch die Picke des Bushido-Sets. Ist ziemlich nice, aber Ist da was mich hier eigentlich immer auch wieder. so ein Kätzchen Ja, drin? was mich ja hier ran stört, ist das Kätzchen da. Das erkennt man zum Glück nicht so. Ja, da haben wir hier Perfect. Perfect. Ja. Der Gleiter ist einfach kacke. Machen wir weiter. Dann kommen wir zur rechten Seite. Das haben wir hier Oh, das Ding sieht Butterfinger. aber cool Ja, das aus. ist aus Season 1, glaube Ein ich. Ich Anker. glaube, auch Season 1 müsste das sein. Anker mit einer Kette, ist da noch ein Schloss drum? Was? Dreh's mal Ja, rum. ist Da es. ist ein Schloss dran, Ja. oder? Dreh mal Ja, weiter. da. Ja, geil. Ja, das ist ein Pickel, glaube ich, aus Season 1. Geile Picke. Nice. So, nun kommen wir zu Diecast. Ein Skin für 1200 V-Bucks. Was soll man zu dem sagen? Ich finde den irgendwie überhaupt nicht cool. Nee, findest du nicht? Nee, du? Ah, oh, ich sag mal so, sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Ich Ja, mag für den nicht. 1200. Ja, passt 12 Euro. schon. So. Dann. Ha? Ja, passt schon. Dann haben wir So. den Hot Rod. Das Hot ist. Rod. Ja, das Ich ist verstehe halt. nicht, warum man so einen Gleiter rausbringt. Das Ja, ist. erstens, warum man den herausbringt. Das Einzige, Zweitens, was mir warum man daran. den Hot Rod nennt. Das Einzige, was mir daran gefällt, ist das da oben. Also Leute, ganz ehrlich, ich meine, ich bin Hot Rod Fan. Also Hot Rod, die Autos, ne? Und da stelle ich mir was anderes drunter vor als das Ding da hier. Ja, jetzt kommen wir zum Farbenbomber, beziehungsweise Brightbomber. Das ist ein richtig cooler Skin. Also ich habe ihn mir auf meinem Main-Account auch gekauft. Das habe ich mir in Season 3 gekauft, glaube ich. Season 3 müsste Irgend es sein. sowas, ja. Ja, und hat zwar kein Backpack, aber generell spielen meistens nur Leute, die in irgendeiner Weise ein Spiel was drauf haben. Dann kommen wir zu Capoeira. Ja, mega Zu geil. dem heutigen Highlight. Capoeira. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie das Ding hier ist. Aber ganz ehrlich, ich habe Während früher. dem Tanz, ne? Ja. Ich habe früher auch mal Capoeira ausprobiert. Ich finde, wer es nicht kennt, ist ja eine brasilianische Kampfkunst, also von den Sklaven damals erfunden worden. Die haben das dann so gemacht, also angeblich, soweit ich das weiß, haben die damals getanzt auf den Feldern eben, ne? Und dann haben die Sklavenhalter gedacht, ach, guck mal, die tanzen da, und in Wirklichkeit haben sie eben das Kämpfen dabei gelernt, und daraus ist dann Capoeira wohl entstanden. Mega geil, also ich bin jetzt gespannt, was passiert. Mega nice. Capoeira ist richtig geil. Also, gut, ist halt die Frage, ich sag mal so, der ein oder andere sagt, ja, es sieht halt schön aus, ist nicht so effektiv, aber ich finde es mega. Gut. Jetzt kommen wir zum letzten Set. Wollt und zwar Thumbs up and Thumbs down. Thumbs up. Und das sieht natürlich auch mit dem Skin mega geil aus. Ja. Ja, richtig Hier der cool. Ding, der Roadtrip-Skin am Start. So, also, wenn euch das heutige Daily Shop-Video gefallen hat, würde ich mich sehr gerne liken. Bis dann und Servus.